Gerade heute habe ich ein interessantes Zitat gelesen. Das heißt, Bibliotheken sind magische Orte, an denen die Fantasie fliegen lernt. Einen solchen Ort gibt es auch in der Stadtbibliothek Salzgitter, und zwar in allen drei Häusern. Und das sind die Kinderbibliotheken, die Kinderabteilungen. Und aus diesem Bereich haben wir sehr schöne Kinderbücher gefunden, die wir Ihnen an dieser Stelle empfehlen möchten. Ich habe in der Bibliothek einen super Job. Ich darf Geld ausgeben und ich darf Geld ausgeben für Bücher. Und das Allerschönste ist, ich darf Geld ausgeben für Kinderbücher. Und der Kinderbuchmarkt ist riesengroß und es gibt wunderschöne Bücher. Und ein paar habe ich Ihnen auch mitgebracht. Zum Beispiel dieses Buch Verliebt. Ein ganz entzückendes Bilderbuch. Schon allein das wunderschöne Cover mit diesen vielen bunten Schmetterlingen hat mich angesprochen. Der Autor erzählt mit sonnig, bunten, warmen Bildern eine großartige Geschichte von zwei verliebten Igeln. Da ist Mathilda. Mathildas Leben läuft ganz geordnet, zumindest für ein Igelmädchen. Sie kommt frühmorgens aus dem Wald nach Hause, trinkt eine Tasse Tee und legt sich schlafen. Eines Abends ist ein Unwetter und das klopft an ihrer Tür. Tock, tock, tock. Wer mag das nur sein, zu später Stunde? Da steht Felix. Felix, ein Bild von einem Igel, umschwärmt von hunderten Schmetterlingen. Mathilda ist wie vom Blitz getroffen. Felix hat sie auf der Stelle bezaubert. Doch kaum kommt die Sonne wieder heraus, ist Felix verschwunden. Ob er wohl heute Abend wiederkommt? In ihrer Verliebtheit kommt Mathilda auf eine ganz dumme Idee. Und wie das ausgeht? Das sollten Eltern mit ihren Kindern ab 3, 4, 5 Jahren weiterverfolgen. Sehr zu empfehlen. Liebe. Liebe ist auch Thema in dem nächsten Buch, das ich Ihnen mitgebracht habe. Ein wirklich ganz herausragendes Bilderbuch zum Thema Aufklärung für mich. Ich habe sowas vorher tatsächlich noch nie gesehen. Wir haben viele Bücher über Aufklärung, klar. Aber das ist ein ganz besonderes Buch. Alle, die Kinder haben, wissen, wie einem selbst die Worte fehlen, wenn die Kleinen die wichtigste aller Fragen stellen, wenn sie unbedingt wissen wollen, woher bin ich gekommen, wie werden Kinder gemacht. Ja, und da hilft nur Ehrlichkeit. Und Hans Christian Schmidt hat sich hingesetzt und die ganze Sache mal in ein Gedicht verpackt. Ohne Klapperstorch, ohne Blümchen und ohne Bienchen, sondern einfach so, wie es ist. Liebevoll nämlich. Und die kleinen Leserinnen, die kleinen Zuguckerinnen werden mitgenommen in die Vorzeit, in die Ur-Ur-Ur-Vorzeit, wo unsere Urväter und Urmütter noch in Fellen herumliefen und Frisuren noch nicht existierten. Schmidt beschreibt, wie wirklich schön, intensiv und ganz menschlich die Momente sind, in denen sich zwei Menschen tatsächlich liebevoll begegnen. So reimt er zum Beispiel: Entkleiden sie sich gegenseitig, das heißt enthosen und entrocken, entschlüpfern und sogar entsocken. Das Küssen hört dabei nicht auf, auch nackig nimmt es seinen Lauf. Wunderschöne Zeichnungen dazu, offen und ehrlich, ohne Vorurteile, beschreibt Schmidt dann den darauffolgenden Liebesakt und alles, was sich daraus entwickelt. Und er beschreibt das in einer ganz bezaubernden Art, ohne irgendwie peinlich zu sein. Ich denke, Kinder werden mit ihren Eltern sitzen, sie werden kichern, sie werden sich freuen über diese schönen Bilder. Nochmal ein schöneres, besseres Aufklärungsbuch habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Von der Liebe kommen wir jetzt zu dem Abend, zu der Nacht, zu
Lalilu. Lalilu sucht seinen Schlaf und dieses Buch handelt von Lu. Lu ist eine Lale. Lale sind knuffige, freundliche und ziemlich niedliche Wesen, immer hungrig, aber leider unglaublich vergesslich. Tja, und Lu hat nämlich gerade vergessen, wo ist mein Schlaf? Lu ist zwar müde, kann aber nicht einschlafen. Also schnappt Lu sich sein Kuscheltier, packt ausreichend Verpflegung für unterwegs ein und macht sich auf die Suche nach seinem Schlaf. Egal, wo Lu auch sucht, er kann seinen Schlaf einfach nicht finden. Doch so ganz leicht gibt Lu nicht auf. Und schließlich begegnet er dem Sandmann. Und na tatsächlich, hier findet Lu bei dem Sandmann seinen Schlaf. Ich finde ein außergewöhnlich schönes, illustriertes Gute-Nacht-Buch, eine Gute-Nacht-Geschichte, was ganz hinreißend ist. Am Ende sind ganz viele bekannte Liedtexte, wie natürlich Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu oder der Mond ist aufgegangen, sind bekannte Liedtexte abgebildet und wie ich finde, ganz perfekt geeignet, dieses Buch zum Vorlesen und auch zum gemeinsamen Singen. Lalilu sucht sein Schaf. Sehr zu empfehlen. Jetzt habe ich ihn mitgebracht. Ein Frischling kommt selten allein von Anna Böhm. Es geht um Fritz und Frieda. Der kleine Fritz Frischling macht einen Ausflug mit seinen Eltern und seinen Geschwistern. Allerdings wird er sehr schnell müde, aber seine Eltern wollen erst später Pause machen. Oh, er lässt sich dann so ablenken bei dem Weg durch den Wald von Tieren und von Blumen und er guckt hier und er guckt dort. Und dann guckt er sich um und stellt fest, ups, er hat seine Familie und den ganzen Weg aus den Augen verloren. Da bekommt aber unser Fritz tierische Angst. Er macht sich auf den Weg angstvoll, um seine Eltern zu finden. Und unterwegs trifft er auf Frieda die Füchsin. Und diese versucht ihn so ein bisschen von seiner Traurigkeit abzulenken, beruhigt ihn und sagt, komm, ich helfe dir, wir finden deine Eltern. Und bei dem Versuch, seine Eltern zu sichten, auf einem hohen Baum fällt Frieda runter und sie verletzt sich am Fuß. Und dann wächst aber unser Frischling über sich hinaus. Er muss ihr natürlich helfen. Er baut für sie eine Trage und gemeinsam erleben sie in diesem tiefen, dunklen Wald viele Abenteuer, aber auch ganz viel Spaß. Anna Böhm hat hier, wie ich finde, ein ganz wundervolles Bilderbuch geschaffen. Es ist zauberhaft illustriert von Ömke Sönigsen. Es geht um Freundschaft, es geht um Familie, es geht um gegenseitige Unterstützung. Ein tolles Buch, was man sich gemeinsam mit seinen Kindern angucken sollte. Unser Fritz Frischling. Ein weiteres Buch habe ich. Ein kleines, aber sehr feines Buch. Papas schwarze Löcher von Hanna-Marie Heine. Es ist auch ein durchaus ernstes Buch. Es geht um Lilly. Lilly liebt die Abende, an denen sie mit ihrem Papa in die Sterne guckt. Doch eines Tages ist Papa plötzlich ganz anders, wie ausgewechselt. Er schläft ganz viel, er wird schnell grummelig, er schimpft mit ihr und irgendwann rast er auch einfach mit seinem Motorrad weg. Lilly versucht ihn aufzumuntern, aber nee, sie scheitert. Papa will eigentlich nur seine Ruhe, sagt er auch ganz klar und deutlich. Ich will meine Ruhe. Und Lilly vermisst diese Sternenguckerabende, an denen sie ihren Papa so ganz für sich hatte. Und sie überlegt mit ihrem Kater Mo, ob Papa irgendwie sauer ist, ob sie irgendwas falsch gemacht hat. Und sie merkt, oh, ihr Bauch tut plötzlich weh und er fängt so an zu grummeln. Und das merken natürlich auch ihre Eltern. Und dann endlich erzählt der Papa Lilly,
von seinen schwarzen Löchern. Die schwarzen Löcher, die machen ihn ganz traurig und müde. Aber er verspricht ihr, dass er sich Hilfe suchen wird. Sie merken, dieses Buch geht tatsächlich um Depressionen. Und mit ganz tollen Illustrationen von Heribert Schulmeier werden die Gefühle von Lilly wunderbar dargestellt. Es zeigt aber auch, wie eine depressive Erkrankung eines Elternteils sich auf ein Kind auswirken kann und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und offen zu sein. Ein leises Buch um eine schlimme Erkrankung, ein wunderbares Buch mit einem ernsten Thema, sehr zu empfehlen. Auch ich habe ein wunderbares Buch mitgebracht, und zwar aus dem Wunderhaus Verlag in Dresden. Einfach anders. Sabrina Ziegenhorn hat es geschrieben, sie hat es gereimt, es sind 4 Geschichten darin. Und es ist ein Mutmachbuch, das Trost und Hoffnung spenden möchte. Die Autorin selbst widmet es ihren 3 Söhnen, Moritz, Luis und Lukas, von denen einer durch lange Krankenhausaufenthalte tatsächlich mit dem Thema Anderssein konfrontiert worden ist. Das Buch beschreibt in Reimen, dass es völlig egal ist, ob man statt einer sandfarbenen Löwenmähne eine kunterbunte trägt, ob man Flügel hat, die scheinbar viel zu groß sind, ob man viel zu kurze Beinchen hat, scheinbar zu kurze Beinchen hat, oder wie egal es eigentlich ist, wie die Natur einen gemacht hat. Entscheidend ist nämlich, und das wird auch gereimt, ob derjenige oder diejenige in ihrem Wesen liebenswürdig, fair, wohltätig sind und einfach das Herz am rechten Fleck haben und darum gut in die Welt passen. Und diese Welt setzt einfach keine Normen. Anderssein ist normal. Und das verpackt Sabrina Ziegenhorn in kurze, lustige Reime und präsentiert 4 Geschichten über das Anderssein und den Glauben daran, dass jeder richtig ist, wie er ist. Und diese Botschaft, dass Anderssein normal ist, ist die Botschaft, die sich hinter der Überschrift einfach anders auch verbirgt. Dieses Buch ist, man sieht es bereits am Cover, außerordentlich liebevoll illustriert, sehr detailverliebt, sehr hochwertig. Und man nimmt es einfach sehr gern in die Hand. Und das Thema Anderssein ist in dem Falle in 4 Tiergeschichten verpackt. Und diese schönen Zeichnungen regen durchaus an, eben auch darüber zu sprechen und zu dem Schluss zu kommen, dass es einfach okay ist, anders zu sein. Auf der letzten Umschlagseite appelliert das Deutsche Kinderhilfswerk, dessen Kontaktstelle die Stadtbibliothek Salzgitter ist, mit dem Slogan »Auf die Kinder kommt es an« und dafür gemeinsam die Welt zu verändern. Und ganz auf der ganz letzten Umschlagseite dokumentieren die 4 Figuren aus den 4 Geschichten, was das Heldentum Anderssein ausmacht. Die 4 Helden zeigen sich nochmal, ein wunderschönes Buch aus dem Wunderhaus Verlag in Dresden. Und dann habe ich noch etwas Gereimtes für Sie. Ein Buch, das mich kolossal begeistert hat. Wieder ein gereimtes Buch, gereimt von Cornelia Böse. Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst. Grimms Märchen in Reimen. Ich liebe Märchen. Und ganz besonders die von Jakob und Wilhelm Grimm. Generationen von Kindern, das wissen Sie, sind mit ihnen aufgewachsen. Ich auch und natürlich auch meine Kinder. Grimms Märchen sind einfach Kulturgut. Angeregt von den Romantikern Clemens Brentano, Achim von Arnim und Johann Friedrich Reichert sammelten die Gebrüder Grimm für die Volksliedsammlung des Knaben Wunderhorn ab 1806 Märchen, die ihnen Bekannte erzählt hatten und die sie in literarischen Werken fanden. Zum Beispiel in den Sammlungen des Franzosen Charles Perrault. Diese Geschichten allerdings dienten weniger der Kinder- als der Erwachsenenunterhaltung. Es waren Verführungs- und Erotikgeschichten, mitunter auch haarsträubende.
dass die Kinder- und Hausmärchen heutzutage dennoch vor allem in Kindergärten und Grundschulen anzutreffen sind, lässt sich auch auf die Grimms zurückführen. Nachdem nämlich einer ihrer Dichterfreunde darauf hinwies, dass ihre Storys überhaupt nicht kindgerecht seien, überarbeiteten die Brüder Grimm die Märchen und sie unterdrückten diese Liebesthematik und machten aus Heiratsgeschichten in späteren Auflagen Kinderfreundschaftsgeschichten. Und so erzählen die Märchen, wir kennen sie alle, von Prinzen, von Prinzessinnen, von Fabelwesen, von gigantischen Schlössern, von Hexen, von bösen Stiefmüttern, welche am Ende besiegt und bestraft werden, klar. Und die Sätze, es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, sind für wirklich viele Menschen typische Elemente von Märchen. Und wo jeder kennt diese Figuren und diese Sätze. Aber es geht auch anders. Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst. Ist das nicht märchenhaft formuliert? Die Dichterin Cornelia Böse legt unter diesem Titel ein Buch mit Grimms Märchen in Reimen vor. Und was für eins. Es sind 40 bekannte und beliebte Märchen der Gebrüder Grimm wie Rapunzel, Rotkäppchen, Dornröschen, Schneewittchen, Frau Holle oder Rumpelstilzchen. Und das tatsächlich durchgereimt. Cornelia Böse wählt eine wirklich zeitgemäße, eine leichte, eine launige, eine wirklich originelle und eine faszinierende Sprache und erweckt die Märchen damit zu neuem Leben. Prinzen und Prinzessinnen, die noch keinen Namen hatten, heißen Ruth, Lea Leopold und aus Dornröschen wird Rosalie. Und es gibt Ida und den Prinz Alfons. Toll. Die Verse ziehen den Lesenden wirklich in ihren Bann. Das gereimte Wort macht die Märchen zu einem beeindruckenden und wirklich unterhaltsamen Lese- und Hörerlebnis. Cornelia Böse fabuliert mit einer erstaunlichen Sprachgewandtheit, dass man das Buch unmöglich wieder zur Seite legen kann. Mir ging es jedenfalls so. Und Cornelia Böse ist tatsächlich eine wahre, eine märchenhafte Sprache-Virtuosin und zu Recht eine ausgezeichnete. Für ihr Märchenbuch Ich Glückspilz erhielt sie nämlich 2010 den Sprachbewahrerpreis des Vereins für deutsche Sprache. Wie ich finde, sehr zu Recht, weil diese Fabulierkunst hat sie in diesem Buch tatsächlich noch einmal bewiesen. Wer sich und seinen Kindern einen heiteren, einen märchenhaften Hochgenuss verschaffen möchte, sollte, und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass ihr sie heute noch küsst, unbedingt lesen oder auch vorlesen. Cornelia Böse beweist mit ihrem Buch, dass Märchen in der Tat nicht nur im Kinderzimmer gehören, sondern eine sehr erquickliche Lektüre für klein und groß sein könnten. Und zu dem Sprachwitz in diesem Buch und dem Sprachgenuss kommt noch hinzu, dass das Buch sehr detailreich illustriert ist von Daniela Bunge, die diese Märchenreime noch mit zarten Federstrichen zusätzlich entzückt. Man sieht es auch schon auf dem Cover. Und ich hätte jetzt noch ein paar Reime, die ich Ihnen gerne aus diesem Buch vortragen möchte, weil ich sie einfach witzig und so originell finde. Und damit möchte ich Ihnen einfach Lust machen. Und zwar aus dem Froschkönig. Das Ende vom Froschkönig. Der Frosch jedoch gab keine Ruhe. Ich will ins Bett, genau wie du. Will auch auf Samt und Seide liegen. Mich weich an warme Daunen schmiegen. Sonst werd ich's deinem Vater sagen. Da platzte der Prinzess der Kragen. Sie nahm den Quälgeist in die Hand und warf ihn wütend an die Wand. Kaum hatte sie ihn so behandelt, da war der Laubfrosch wie verwandelt. Ja, plötzlich saß ein hübscher Prinz im Schlafgemach des Königskinds. Verzaubert war ich lange Zeit. Prinzessin, du hast mich befreit. Erlöst hast du mich aus dem Teich, begleit mich morgen in mein Reich. Da hat sich Lea sehr gefreut, ist glücklich mit Florin bis heut.
Und dann hätte ich noch eine Kostprobe, die ich Ihnen gerne vortragen möchte. Und zwar der erste Reim zum Märchen Rotkäppchen. Ein kleines Mädchen namens Ruth war stolz auf seinen roten Hut. Die Oma hatte ihn genäht. Es trug ihn froh von früh bis spät. Und weil er ihm so prächtig stand, hat's jeder Rotkäppchen genannt. Und eine weitere kurze Kostprobe würde ich Ihnen gerne noch Frau Holle präsentieren. Auch das sehr originell. Frau Holle beginnt folgendermaßen. Vor langer Zeit, nicht heute, nicht gestern, da lebten auf der Welt zwei Schwestern. Marie war hübsch und sehr verlässlich, Sophie stinkfaul und ziemlich hässlich. Und zum Abschluss das Ende eines Märchens, das jeder kennt, nämlich von Dornröschen. Und das endet mit folgenden zwei Reimen. Im Ofen brutzelte der Braten für längst verjährte Tölpeltaten, erhielt der kleine Kochgeselle vom Küchenmeister eine Schelle. Die Magd letztendlich rupfte nun das 100 Jahre alte Huhn. Rinaldo liebte Rosalie. Im Sommer heirateten sie. Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie heute noch küsst. Mit diesen Reimen möchte ich Lust machen auf dieses wunderbare Märchenbuch. Wir hoffen, mit den Kinderbüchern, die wir Ihnen hier vorgestellt haben, die Fantasie beflügelt zu haben. Bibliotheken beflügeln die Fantasie und sind fantastische Orte und besonders die Kinderbibliotheken. Deswegen Appetithäppchen für die Kinderbibliothek. Seien Sie herzlich eingeladen, auch diese Bücher zu lesen, vorzulesen, zu uns zu kommen in die Stadtbibliothek Salzgitter und unsere wunderbaren Kinderabteilungen zu besuchen, in denen Sie wahre Schätze entdecken werden.